Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Iratus ist die letzte Folge in dieser Woche. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade nicht mehr so ganz auf dem Schirm, was wir eigentlich machen wollten. Aber ich sehe schon, wir sind eigentlich soweit gut ausgestattet. Wir skillen hier vorne nochmal den Zombie. Der ist nur in Anführungszeichen Stufe 2. Den würden wir noch vielleicht auf Stufe hier dann hoch hier können. Die beiden sind halt auch alle wirklich geheilt, ne? Das ist ja echt crazy shit. Die könnten wir tatsächlich nochmal austauschen, obwohl andererseits braucht die XP hier, ne? Ja, ehrlich gesagt, weiß ich gerade gar nicht so genau. Also aufbauen brauchen wir keinen mehr. Wir könnten, was haben wir denn hier noch? Schon einfach ein zufälliges Artefakt. Auch nicht so schlecht. Da bräuchten wir noch einen von denen. Aber bevor wir hier gucken, was machen wir eigentlich als nächstes? Der nächste Schritt ist das Grab. Ein uraltes Grab, in dem schlafende Lakaien auf einen neuen Meister warten. Ich würde fast denken, wir verschenken gar nichts, wenn wir da jetzt hingehen, oder? Nee, ich denke nicht. Wir verschenken nichts, wenn wir da jetzt hingehen. Wähle einen Kampftrupp. Da ist nichts zu kämpfen, wir laufen hier darin. Wir kriegen jetzt Lakaien, oder? Wähle einen Lakaien. Oh, wow, okay. Wir wählen sie hier aus. Sie startet mit Level 3. Ich sag mal, ist das dein Ernst? Warum tut sie das? Warte mal. Warum tut sie denn das? Warum startet sie denn mit Level 3? Na gut. Ich meine, wir sollen uns jetzt nicht stören, ne? Das ist jetzt sicherlich nicht so, aber doch auch verwunderlich. Und wir gucken mal ganz kurz, was ist denn mit ihr hier? Sie hat Ditte hier und Ditte hier. Alle Lakaien erhalten für die nächste Runde Angriff und Furcht. Und das? Alle Feinde verlieren für die nächsten Aktionen 8 Angriff. Ja, wir gehen. Meine Feinde erwartet eine unschöne Überraschung. Okay. Also das mit dem Anbrüllen ist immer noch problematisch. Das kann man ja anders sagen. Wir skillen sie mal in die gleiche Richtung wie sie hier. Definitiv hier mal ein da drauf. Wobei sie hier auch wirklich viel mehr Skills hat. Das Einzige, was sich jetzt noch ändert, ist das hier unten. Aber das kostet 7. Haben wir sowieso nicht. Dann gehen wir doch einfach nochmal für hier nochmal einen da. Und die Präzision. Kritischer Treffer. Ausweichen. Ich gehe mal eher fürs Ausweichen. Okay. Ich gucke mir nochmal sie hier an. Sie hat quasi nichts. Sie steht ganz kurz vorm Skillen, aber das ist uns jetzt egal, wir nehmen sie hier mit rein. Weil sie das gleiche kann quasi. Aber sie ist sogar noch ein bisschen besser tatsächlich. Dann können wir gucken, ob wir sie opfern. Es gab irgendwo was. War es hier? Nee, war es hier? Ich glaube, hier war es. Ja, genau. Hier könnten wir sie opfern. Das geht gerade nicht, weil wir tatsächlich 50, wie heißen die Dinger nochmal hier, Totengräberseelen bräuchten. Aber wir könnten sie dann dafür vorsehen, hier geopfert zu werden. Aber das ist Opfern. Also wir können sie da parken quasi. Und dann könnten wir 8 bis 12 Totengräberseelen rausholen. Halte ich bis jetzt tatsächlich für das Beste. Verblichener. Also das wäre so unser Plan, deswegen schieben wir sie mal hier so hin. Damit, mit ihr haben wir einen Plan, mit ihm haben wir noch gar keinen Plan hier. Wir haben noch 2 Talente. Es gibt irgendwie gerade super viel einzustellen, oder? Ich meine, letzte Folge ist noch nicht so lange her und dann jetzt schon sowas hier. Zerstörung ist ja quasi mein Lieblingspunkt. Wir gucken aber auch nochmal bei hier so. Sämtliche Lakaien erhalten 3 Angriff mehr. Der anvisierte Lakai verliert bis Gefechtsende.
Jedes Mal, wenn einer Kai sein Ziel verfehlt, erhält Iratus 3 Zorn. Zum Rundenbeginn erhält der aktive Lakai für 2 Runden 2 Initiative, wenn Iratus wenigstens 25 Zorn besitzt. Ist alles nicht so, spricht mich gerade alles nicht so an, oder? So, Zauberkraft verringert den Mana-Verbrauch um 1%. Der ausgewählte Lakai bewegt sich 2 Positionen nach vorne. Lakaien erhalten plus 3 Furcht. Auch nicht so richtig. Oder? Alchemie. Erhöht die Chance am Ende eines Gefechts, Artefakte zu erhalten um 20%. Ich glaube, diese Artefakte sind nicht schlecht. Lakaien erhalten 6 Glück. Lakaien stellen nach einer Destillation. Nee. Erhöht die Chance auf ungewöhnliche oder bessere Komponenten um 25%. Die Formen enthüllen ihre Geheimnisse. Wir gehen mal. Ach, das hatten wir schon, okay. Ich kann manchmal nicht so ganz genau sehen. Gucken wir nochmal hier kurz rein. Ah, ist schon richtig gut. Bewirkt beim selben Ziel 2x 8 bis 18 physischen Schaden. 2x Zauberkraft für 13 Mana. Hm. Wir sparen eine Runde. So, das hätten wir. Jetzt sind wir quasi im Kampf. Dann können wir überlegen, ob wir eine Quest machen oder... Das dann, naja gut, wir müssen so oder so jetzt erstmal in den Kampf. Ich glaube, was erschaffen brauchen wir nicht. Geheilt sind wir. Beziehungsweise, wir gucken mal ganz kurz. Der hier hat noch ein Plus. Ja, das liegt daran, ne? Wollten wir die sparen oder nicht? Wir könnten ihm hier so eine magische Rüstung geben. Hier ein physisches Schild und ein magisches Schild ist krass. Naja, komm, wir geben es mal dem. Aber wieso hat er denn noch hier so ein Plus noch? Was ist denn das Plus? Was bedeutet denn das Plus? Wir können auch nichts weiter machen, oder? Verbesserung plus 4 Präzision, aha. Plus 4 Präzision. Okay. War quasi nur der Hinweis auf den Effekt, ja. Okay. Achso, dann hat sie das auch. Plus 5 Präzision. Ah, sie können wir auch noch aufwerten. Na gut, da sparen wir mal. Wir sind ja jetzt gerade nicht dabei, irgendwas zu machen. So, Squad 1 auswählen. Squad 1 ist unser Kämpfer-Squad. Und da geht's in den Kampf. Ich bin gespannt. Ich muss sagen, das Spiel ist nicht nur sehr laut an einigen Stellen, sondern macht doch echt Spaß. Tatsächlich. Also richtig viel Spaß, wie ich finde. So, der Werewolf ist dran. Und der Werewolf sollte auf jeden Fall irgendwas machen, was... Lass mal gucken, wir haben 36 Mana. Die beiden Schaden. Wer ist denn als erstes dran? Der Hexer hier vorne, ne? Irrer Magier. Der macht 11 bis 15 Schaden. Der hat kein physisches Schild. Hier, der hat nur eine magische Resistenz. Widerstand, Entschuldigung. Bewirkt 4 magischen Schaden, um den geht es mir tatsächlich gar nicht, sondern eher oh, die hauen alle ganz schön ordentlich zu. Machen wir das mal so.
Treibjagd. Bewirkt 58 bis 64 Schaden. Krass. Und dann von hinten. Okay, Freunde der Nacht. Wir machen erstmal alle ein bisschen weniger Schaden hier, ne? Rüstung absorbiert, ich sag's euch. 4, naja, ein bisschen halt. So, die gute Dame ist dran. Ich finde, das mit den Flammen ist echt eine lustige Nummer. Das sollten wir alle machen. Wir sollten alle brennen. Bis 11. Drei Runden müsste der, bräuchte der bis zum Verbrennen. Mal schauen. So, in Flammen bewirkt beim Gewählten und dem dahinter fallenden Schaden setzt das Ziel für drei Runden in Flammen. Das wäre okay, aber das ist eigentlich the way to go, ne? Warte mal, und drei dahinter? Und zwei dahinter stehenden Feinden, also ihn hier. Gucken wir mal. Ah ja. Sehr gut. Dann schauen wir mal, was wir so bringen. Nix. Sonderlieferung. Auch nix. Hervorragend. Und der Werewolf heilt sich. Das ist gut, der macht das gleiche nochmal, aber diesmal auf ihn hier. Schmeißt sie zum Rest. Alles klar. Alter, okay. Wer von denen hat jetzt das Dynamit geworfen? Er hier, oder? Das kann ich ja gar nicht haben. Freundchen. Machen wir das hier? Kostet uns 50. Warum auch nicht, ne? Warum? Das nenne ich Unterhaltung. Genau, warum den Zorn quasi wegwerfen, wenn wir ihn auch nutzen können. So, und hier gehen wir wieder auf die... Warte mal, haben wir da sonst noch was? Ne, wir machen wieder... Sehr gut. Magischer Schaden, mal gerade gucken. Die ist sowieso magisch geblockt. Ja, ich muss sagen, ich sehe mich... Was heißt denn von Debuff? Minus 30 Präzision, what the heck. Aber immer noch 83%. Ich sehe mich tatsächlich... Keine Ziele. Ach, verdammt. Ja, dann das hier. Ich sehe mich heute den ganzen Tag, hatte ich die Spiele spielen. Das nützt ja alles nichts, ne? Ich sehe mich heute den ganzen Tag dieses Spiel hier spielen. Zeit der Ernte ist gekommen. Mama, bist du das? Und wir hatten doch dieses, ich glaube, Iratus hat doch dieses Perk-Dings, wenn einer flüchtet, kriegen wir irgendwas, ne? Irgendwie so war das doch. Oh, sie hat irgendwie echt gelitten hier. 81, eieieiei. Das war's. Bang, bang, bang. Er hat noch 12. Ja, das war's. Und tschüss. Und ein euch? Trauerspiel der Sterblichkeit. Nein. Also freuen tun sie sich nicht. Das hier ist das Iratus-Level, glaube ich. Humikron-Eintrag. Humikron-Eintrag. Wir kriegen 8 Totengräberseelen. Na, das ist jetzt nicht so viel. Dann sind wir bei 45. Herzen, Fleisch, Gehirne nochmal. Bündel Dynamit zu Gefechtsbeginn. Verlieren alle Feinde 30 bis 45 Vitalität.
Ignoriert magischen Schutz, kann nur einmal verwendet werden. Na, immerhin. Und wir kriegen nochmal 4. Das reicht natürlich nicht aus. Genau einen reicht es nicht aus. Das ist, ach, sowas finde ich immer mega ärgerlich. Sowas finde ich mega ärgerlich, weil das heißt, wir müssen jetzt nochmal eine Runde warten. Stand da nicht, wir kriegen einen Talentpunkt? Hat da nicht gestanden, wir kriegen einen Talentpunkt? Oder war das sie hier? Nee, da stand da, wir kriegen einen Talentpunkt. Ärgerlich, richtig ärgerlich. So, sie spart mal. Und... Achso, wollen wir mal ganz kurz gucken, wer er hatte. Sie hatte noch irgendwas. Sie tauschen erstmal die Plätze. Das ist schon mal der erste Punkt. Alle anderen sind relativ gut dabei. Sie könnten wir natürlich jetzt in das Dings stecken hier zum Heilen. Warum auch nicht? Dann ist die nächste Runde wieder voll da. XPs farmen. Ja. Ach, weißt du was? Wir brauchen den Zombie ja eh gerade nicht, oder? Da kann er auch da drin bleiben. Ich meine, wir müssen jetzt gerade auch nichts vergeben an Punkten. Lassen wir es ruhig mal so. Ja, wir bleiben bei unserem Plan, das hier zu machen. Auch wenn es ein bisschen ärgerlich ist. Das heißt, unser Trupp ist fertig. Wir könnten nur mal gucken. Alle Feinde erhalten bis Gefechtsende plus 15 Vitalität. Iratus erhält nach einem Sieg 6 zusätzliche gewöhnliche Komponenten, kann nur einmal verwendet werden. Wir können ja beides nehmen. Die Sterblichen werden nun vor mir erzittern. Also noch mehr als ohnehin schon. Und dann nehmen wir das Dynamit auch gleich mit. Achso, es geht nicht. Wir können nur entweder oder machen. Ja, will ich das oder will ich das nicht? Ach, wir lassen es mal weg. Wir gucken erstmal auf den Tisch. Wir können nämlich jetzt entweder den Elite-Trupp... Oh, wir nehmen den Elite-Trupp gleich auseinander. Oh. Ja, ja, lass uns das mal machen. Bedimz, bedimz, bedimz. Ich überlege gerade. Okay, wir gehen für die Quest ein Ereignis, für das der aktive Gefechtstrupp oder Iratus persönlich gefragt ist. Wir machen das mal. Komm. Kämpfen können wir immer noch. Wir wollen noch den Elite-Trupp machen. So. Untote fühlen sich in der Finsternis zu Hause, denn ihre schwarzen Augen durchdringen sie mit Leichtigkeit. Eine deiner Lakaien hat in der Ferne eine Patrouille aus Sterblichen entdeckt. Sie haben dich noch nicht gesehen. Eine günstige Gelegenheit für einen Überfall. Ja, angreifen. Oh, okay. Hier haben wir eine Elite-Wache. Ich würde sagen, wenn wir jetzt schon dabei sind, der hat keine magische Rüstung, dann geben wir ihm auch gleich ein bisschen... Ein warmes Ende, mein Freund. Genau, mein Freund. Und dann hauen wir hier weg, wen wir können. Der hat es geblockt, das hätte ich sehen müssen. Ich Idiot. Hervorragend. Ja, geht gut los, würde ich sagen. Pam, 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 pau, in Flammen. So. Wir schwächen die alle. Hervorragend. Und das heißt, aber der heilt sich doch sowieso irgendwie, ne? So. Was ist denn mit dem hier? 2 dahinterstehenden Feinden, 80 Schaden. Nee, ich wollte... Bewirkt beim gewählten und dem dahinterstehenden Feind Lüm setzt Ziel in Brand. So.
Aua. Erstmal ist es alle brennen. Ich finde, das sieht irgendwie niedlich aus. Also, es ist heute der 4. Advent, ja? Völlig klar. Bewirkt 25 magischen Schaden. So, wer möchte denn? Hier vielleicht die Elitewache. Beweg deine sterblichen Beine. Beweg deinen Arsch. Zweimal sind 32. Falle markiert die gewählte Position. Zu Beginn seiner nächsten Aktion bewirkt der Werwolf bei jedem Feind auf der markierten Position 300% physischen Schaden, bewegt sich selbst auf Position 1. Der Werwolf bei jedem Feind der markierten Position physischen Schaden und bewegt sich selbst auf Position 1. Boah, ja, nee. Dann machen wir doch erstmal von hier hinten weiter. Das finde ich doch irgendwie ein bisschen sympathischer. Genau. So, die machen ja alle noch Schaden, ne? Ja, die machen alle noch Schaden. Das bedeutet, wir werden die alle nochmal debuffen. Sehr gut. So, jetzt können wir das hier wieder machen. Das fand ich auch gut. Dann kriegen alle Schaden. Oder in Flammen, aber in Flammen stehen sie ja gerade alle. Genießt eure letzten Herzschläge. Mitunter ist er einfach auch ein bisschen aggressiv. Ja, kann man ja nicht anders sagen. 11 bis 13. Der macht nicht so richtig. Wie viele dahinter liegen? Zwei dahinterliegende Feinde. Machen wir ihn hier. Sehr gut. Dann ist der hintere nämlich weg, bevor er dran ist. Weil Feuer triggert er mal als erstes. Und so mache ich das nämlich. So, ihr müsstet doch jetzt echt Angst kriegen, oder nicht? Ich liebe das Spiel. So, wir machen das hier nochmal auf ihn. Damit ist er nämlich weg. Bist du dran? Nee. Okay. Bin jetzt kurz gewundert, was du da für ein Tamtam machst. Dann schießen wir ihn weg. Crit mit 102. Wischt die Reste auf. Kein Grün soll sich aus diesem Dünger erheben. Beginnt der Lakai seine Runde auf Position 1 oder 2, erhält er bis Gefechtsende plus 5 Vitalität. Okay, nice. Und 17 Totengräberseelen, na endlich mal. So, was haben wir hier? Waffen, zusätzliche Verbesserungspunkte 2. Und was haben wir hier noch? Alle Feinde verlieren bis Gefechtsende. Die ersten zwei Runden erleiden Lakaien 25% weniger Schaden und ein 5er Hirn. Ja, nicht schlecht. Du zermalmst die Menschen und fügst ihre Körperteile deinem Vorrat hinzu. 200 Eratus XP Prozent. Todesfee erhält 3 Verbesserungspunkte. Eieiei, okay. Ja, nice. Die kriegen jetzt hier alle 3 Verbesserungen. What the heck? Okay, das kann man sich natürlich mal merken, dass es so bei so einer Quest richtig abgeht, ja. Verbesserung, Glück. Was war das hier nochmal? Zusätzliche Verbesserungspunkte 2. Das war ja eigentlich unsere Elite. Hast du nicht gesehen? Dame, ne? Na gut. Wir werden da mal abwarten.
Warum wird das hier eigentlich jetzt angezeigt und gerade nicht? Was hat er erhöht? 215. Bis zu 5 mal stapelbar. Ich kann es jetzt auch nicht mehr rausnehmen. Na gut, er ist halt so ein bisschen Tank, ne? Aber wobei ich finde tatsächlich, dass diese Tank-Nummer überhaupt nicht funktioniert. Also, warte mal, lass mich nochmal ganz kurz gucken. Der macht ja magischen Angriff, physischen Angriff, magischen Angriff. Pum, 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 pum. Aber das hier ist für... Ja, wir gehen mal hier rein, damit er mal ein bisschen mehr Bums macht. Und hat einen Widerstand. Wo sehen wir das jetzt hier? Hier oben gegen magischen Krams hat er mehr Widerstand. Okay. So, dann er hier. 3 Kosten in noch mehr Schaden. Auf jeden Fall würde ich sagen, da machen wir gar keinen, Vertrag mit. Und sie hier, Effekte, Verbesserung 5 Präzision, das nehmen wir einfach so hin, oder? Ich glaube, das ist, ich kann das nicht auswählen oder sowas. Sie macht physisch, magisch. Physisch. Ja, physisch wäre fast... Fast sinnvoller, ne? Aber warte mal, was? Physisch, magisch. Stressangriff machen wir mit ihr gar nicht so. Also ja, dann wäre es auf jeden Fall hier. Ich denke immer, magisch wäre das, aber das ist halt hier dieser Stressschaden. Natürlich kriegen wir hier mehr Physis, bitte. Okay, so. Was mag das Kreuz, das Plus dazu bedeuten? Achso, dass wir noch einen Punkt über haben, den wir uns aber aufsparen. Sie hat auch noch Punkte über. Ja, sie hat noch 3 Punkte über. Ah, die sparen wir kompletto. Okay, das war dann schon mal das. Wir gucken mal ganz kurz. Ja, genau, jetzt ist ja so, dass wir dann eben jetzt diese Todesfee hier einsetzen. Und zwar genau hier, um einfach viel mehr rauszukriegen. Ob sich das lohnt, 50. Stein um Stein. Ja, das wird sich lohnen. Ich sag's euch, das wird sich lohnen. Ich glaube daran, ganz feste. So, müssen wir irgendwen heilen? Naja, wir könnten... Obwohl, der ist hier gleich Level 5. Das wäre gar nicht so schlecht. Das hier wäre sowieso mal was, was wir als nächstes angehen sollten. Ja. Oder halt die hier. Was brauchen wir dann an Skelett? Ne? Wir haben halt auch viele Skelette. Hoppala. So ein Level 3 Skelett ist vielleicht jetzt nicht mehr so das Wertvollste, was es gibt. Lass uns doch mal gucken. Bei der Erschaffung. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Was brauchen wir denn da? Bringe einen Lakaien auf Level 5. Ja, das ist ja gleich soweit. Nach dem nächsten Kampf. Sollte das ja soweit sein. Vernichte 60 Feinde. 16 muss ich noch vernichten. Das sind noch 4 Kämpfe. Besiege 2 Bosse. Verbleibend 2. Hm, okay, okay, okay. Erwecke in 80 Feinden. Wahnsinn. 20 haben wir schon. Na gut. Gucken wir uns hier die Talente nochmal an. Gerade weil das ist Störung, für ist halt wichtig. Du besitzt noch nicht das erforderliche Talent. Bewirkt bei jedem Feind auf Position 1 und 2. Habe ich das noch nicht? Die leuchtenden sind die, die ich kaufen kann. Bewirkt beim selben Ziel 2x18 für 13 Mana. Dann könnte ich das hier machen. Bewirkt 25 physischen Schaden. Bewirkt zusätzlich 100% physischen Schaden, wenn das Ziel einen Debuff hat. Zauberkraft verringert den Mana-Verbrauch. Minus 1. Tier. Iratus erhält 50 Zorn, nachdem er ein Ziel mittels einer Zerstörungszaubers vernichtet hat. Langweilig. Jetzt haben wir hier Iratus platziert beim anvisierten Feind eine Falle,
die über zwei Runden explodiert und jedem Gegner auf dieser Position 50... Ah, ich kann es kaum erwarten, das auszuprobieren. Ja, frag mich mal, Freundchen, frag mich mal. So, die Chance auf ungewöhnliche oder bessere Komponenten um 25%. Nigrido. Albedo. Rapido. Pizzatonno. Erhöht die Chance auf ungewöhnliche oder bessere Komponenten um 25%. Ist doch schon mal schön. Wir haben keine kleinen Punkte mehr, von daher easy peasy. Lemon squeezy. So, jetzt müssen wir tatsächlich mit unserem Trupp hier in diesen Kampf. Und an der Stelle mache ich einen fiesen Cliffhanger über das ganze Wochenende hinweg. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier live guckt, wo es gerade rauskommt, müsst ihr jetzt warten bis Montag oder so. Nee, warte mal. Oder bis Dienstag? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, bis Dienstag. In diesem Sinne, habt die Ehre. Macht's gut.